Stopp. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Azubi-Quiz. Heute mit dabei haben wir unsere Automobilkauf-Azubis Vivienne und Laura. Lasst uns gleich mal herausfinden, wer sich zuerst drei Punkte schnappt und somit unsere Azubi-Krone bekommt. Los geht's mit Frage Nummer 1. Welchen Schulabschluss muss man mindestens mitbringen, um die Ausbildungszeit verkürzen zu dürfen? Den Realschulabschluss? Richtig. Um die Ausbildungszeit zu verkürzen, braucht man mindestens die mittlere Reife. Mit diesem Schulabschluss können 6 Monate eingespart werden. Es geht aber noch schneller. Mit dem Abi kannst du deine Ausbildung sogar um 12 Monate verkürzen. Übrigens, es gibt auch sogenannte Abiturientenausbildungen. Da kann man eine Aus- und eine Weiterbildung in einem machen. Krass, oder? Weiter geht's mit einer Schätzfrage. Was denkt ihr? Wie viel Prozent der Auszubildenden werden nach der Ausbildung direkt übernommen? Diejenige, die näher an der richtigen Antwort ist, bekommt den Punkt. Laura? Ich schätze an die 55%. Ich hätte sogar gesagt ein bisschen mehr, um die 60%. In dem Fall geht der Punkt an Vivienne. Die Karriereaussichten für Azubis sind sehr gut, denn ca. 70% aller Absolventinnen und Absolventen bleiben im Betrieb und bekommen einen Anschlussvertrag. Und die übrigen 30%? Die sind natürlich gefragte Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt. Die nächste Frage ist genau auf Automobilkaufleute zugeschnitten. Ich will von euch wissen, was ist dem Besitz nach die beliebteste Automarke in Deutschland? Vivienne? Ich glaube Volkswagen oder Mercedes. Volkswagen. Das ist richtig. Die beliebteste Automarke in Deutschland ist Volkswagen. 15,9% der deutschen Bevölkerung fahren derzeit ein Fahrzeug des Autobauers aus Wolfsburg. Nach Opel auf Platz 2 folgt übrigens eine Marke aus dem Ländle. Immerhin 5,2% fahren Mercedes-Benz. Bleiben wir beim Thema Auto. Sagt uns hintereinander, welches euer Lieblingsmodell ist und überzeugt uns in 10 Sekunden zum Kauf. Das bessere Verkaufsgespräch gewinnt. Wir fangen mit Laura an. Deine 10 Sekunden laufen ab jetzt. Also ich empfehle den Mini Cooper S, weil er klein ist und gerade fürs Stadtleben perfekt ist. Und man findet immer eine Parkmöglichkeit, was immer sehr schwierig ist. Und er sieht auch sportlich aus. Danke, Laura. Vivienne, jetzt bist du dran. Deine 10 Sekunden laufen ab jetzt. Mein Lieblingsauto ist momentan der 2er BMW als Grand Coupé. Also warum man den kaufen sollte, einfach weil er ziemlich windschnittig ist. Man kann ihn gut auf langen Strecken fahren, aber auch für die Stadt ist er wirklich praktisch. Er ist nicht zu. Stopp. Am liebsten würde ich jetzt gerne beide Autos kaufen, aber einen Tick mehr überzeugt hat mich der Mini Cooper S. Ich bin ständig auf der Suche nach Parklücken und mit dem Mini bin ich da auf jeden Fall besser dran. Somit geht der Punkt an Laura. Wir haben einen Gleichstand, er steht 2:2. Die nächste Frage entscheidet das Spiel. Schätzt mal, wie viel Prozent der Automobilkauf-Azubis in der KAL sind Frauen? Ich schätze 35%. Also ich würde fast sagen, dass es mehr sind. Allein so mein Umkreis würde sagen wie 40%. Und näher an der richtigen Antwort dran ist Vivienne. Obwohl viele denken, dass das Auto reine Männersache ist, sind in diesem Jahr 46% Automobilkauf Frauen. Schon vor Jahren war das Geschlechterverhältnis bei den Automobilkauf-Azubis fast ausgeglichen. Na, hättet ihr das gedacht? Und damit haben wir eine Gewinnerin. Vivienne schnappt sich unsere Azubi-Krone. Herzlichen Glückwunsch! Hi, ich bin Sven von der IHK Reutlingen. Und wenn du noch Fragen rund um das Thema Ausbildung hast, dann erreichst du uns am besten telefonisch oder per Mail unter 07121 201 3x7. Oder ausbildung@ihkrt.de. Lass uns am besten heute noch über deine Zukunft sprechen.